Level 16 sind wir noch, voll Zandura. Wir haben den gelben Schlüssel quasi in unserer Tasche, aber da wollen uns noch ein paar Experten daran hindern, den wirklich aufzusammeln. Deswegen hauen wir das schnell ab. Hier war noch irgendwo ein Gegner gleich rausgekommen. Ich weiß gerade nicht wo. Da. War das der einzige? Nein, hier ist noch einer. Dann können wir da noch mehr Shield mitnehmen. Und dann ist da noch einer. Die kommen aus überall. Was wollen diese Spacken eigentlich von mir? Gut, wir haben es überlebt, aber schwer beschädigt. Das muss ich ja mal sagen. Soll ich nochmal zurück? Da ist nämlich noch einer am Leben. Wenn ich den Weg überhaupt noch finde. Gibt es hier sonst noch irgendwas von Bedeutung? Eigentlich ja nicht. Aber wir wollen ja gründlich sein. Dann gucke ich mal kurz hier. Da drin. Wo sind wir hier? Es ist alles sehr verwirrend in diesem Spiel. Der lebt nämlich noch. Oh, irgendwie habe ich jetzt ganz unbewusst die Gefangenen gefunden. War nicht meine Absicht gerade. Allgemein zwar schon, aber in dem Moment eigentlich weniger. Und da ist noch eine blaue Tür. Gut, dann wäre ich da eh hingekommen wahrscheinlich. Ich hatte die letzten Videos so viel Shield, das war so schön. Und das ist jetzt alles vorbei. Ja, da ist noch ein Energy Cent. Ah. Jetzt gibt es eine Verbindung hierzu. Das ist ja schön. Aber bringt mir gerade gar nichts. Ich habe aber viel Energy, die ich da mal in Shield umwandeln kann. Ein bisschen. Sieht schon ein bisschen besser aus. Irgendwie ist da jetzt ein Gang aufgegangen. Der war vorher nicht da. Das möchte ich stark bezweifeln, dass der vorher da war. Den hätte ich doch gesehen sonst. Gut, da sind noch mehr Gefangene und durch die gelbe Tür komme ich da wohl hin. Muss ich sowieso hin, weil da auch der rote Schlüssel sein wird. Sehr linear geworden, dieses Spiel. Es gibt quasi immer nur noch einen Weg. Drehen wir uns am besten nochmal um. Auf Laser vielleicht, eventuell. Ah, jetzt bin ich hier. Das kommt mir bekannt vor. Ich weiß, wo ich bin. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt, hier war ich noch nicht. Alles so dunkel. Und die haben Mercury. Sie sind schnell und stark. Und ich treffe ihn einfach nicht. Der hat mir 50 Shield abgenommen. Man glaubt es ja nicht. Und was habe ich dem entgegenzusetzen? Homings. Die jucken ihn kaum. Aber er ist tot. Trotzdem habe ich ordentlich Schaden genommen. Ich mache deswegen einfach mal einen neuen Stand. Jetzt können wir 15 gerne mal überschreiben. 16, 9. Nur 16 sicher nicht, bitte. Ist das dunkel hier? Da sind noch mehr Gefangene. Ah! Da baue ich das hier. Das kennen wir schon. Gegen diese Deppen. Sonst haben die mich gleich in der Mangel. Das konvertieren wir. Sind wir schon wieder bei 58 Shield. Ist ja eigentlich erträglich. Bin echt gespannt, ob es hier einen Reaktor gibt oder schon einen Boss. Ansonsten gibt es wahrscheinlich erst wieder einen Boss im letzten Level, aber den mindestens mal. Nicht, dass ich drauf scharf wäre. Bosse sind immer so eine langwierige Angelegenheit in diesem Spiel. Sehr, sehr langwierig. Dann geht's weiter. Aber es sieht mir eigentlich schon noch aus, als würde es irgendwas hier noch geben können. Ich sehe schon, ich werde das Secret Level von selber wohl nicht finden. Es war bestimmt schon irgendwo verfügbar. Naja, wir werden es schon irgendwie rausfinden. Entweder selbst finden oder durch nachgucken. Wo bin ich denn jetzt? Es sieht so aus, als wäre ich hier schon gewesen, aber ich war hier noch nie. Weil kein Gegner da ist und nur Zeug rumliegt. Das ist ja nett. Da könnte ich mir das hier so vorstellen, dass man hier irgendwo das Secret Level findet. Oh, da ist doch jemand.
brauchen echt lange, bis sie tot sind. Schön, dass ich einen Konverter habe. Der ist sehr hilfreich. Irgendwas schießt noch. Och nö, du bist unfair. Und stark. Jetzt habe ich gerade alles so schön konvertiert und jetzt haben sie den ganzen schönen Schild wieder weggeballert. Und jetzt bin ich tot. Gut, darauf habe ich gewartet. Jetzt kann ich wieder neu laden und alles von vorne beginnen. Wo ist der Depp gewesen? Hier. Hast du mich getroffen? Hast du mich getroffen? Nicht wirklich, oder? Dann speichern wir kurz. Schon wieder bei 1 die 10 drauf. Das ist ja interessant. Hat mich schon mal. Speichern. Jetzt traue ich mich da aber nicht runter. Jetzt wollen wir zuerst woanders gucken. Oh, der rote Schlüssel. The red key for us. We get him. It. Schlüssel ist ein Gegenstand, deswegen it. Definitiv. Ups, vielleicht sollte ich erstmal in Deckung gehen. Und dann kümmern wir uns schon drum. Kann ich da überhaupt noch abbauen? Vielleicht die Flucht nach vorne? Nicht wirklich. Nö, ich krieg ja nicht klein. Das ist doch zum Weinen. Ah, diese dumme Rakete, die einen einfach verfolgt. Ich kann ja nirgendwo hin. Ich hab nur noch 30 Schild. Das ist voll unfair. Aber ich sehe gerade keine Chance, das besser zu machen. Der Guideboard hat natürlich die Tür geöffnet und mich dadurch ausgeliefert. Und schon wieder. Kann nah sein hier. Ich mach das mit Guidance am besten und gehe kurz in Sicherheit. Na, was sagst du jetzt? Ich mag diesen Gegner überhaupt nicht. Ich könnte auch einfach schießen, aber dann schießt er. Deswegen nehme ich den Guidance. Oder? Jetzt ist er tot. Alles okay. Halbwegs. Dann nehme ich mir jetzt den roten Schlüssel. Wo sind die Gefangenen? Waren da nicht noch welche? Da hinten? Die sind ja ganz woanders. Mal sehen, ob ich die noch finde. Irgendwie gibt es da einen geheimen Weg hin, offenbar. Den werde ich irgendwie finden müssen. Was haben wir hier noch? Einen roten Schlüssel und der wird geschützt. Von meinem Lieblingsgegner. Was ist eigentlich mit den neuen Gegnern, die vorgestellt wurden im letzten Video? Die haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Wo ist jetzt der Depp? Der war doch gerade hier. Eben war da noch ein Gegner. Ist er nicht mehr da? Aha, der kommt jetzt erst raus. Das ist ja dumm. Jetzt ist aber Ruhe. Ist halt immer kritischer mit meinem Schild. Vorrat. Aber gut, wir haben den roten Schlüssel. Wir können das jetzt fast schon beenden. Was haben wir hier noch? Zeug zum Aufladen. Gauss ohne Ende, das ist doch schön. Das ist doch das schönste Geschenk, was sie mir machen konnten. Jetzt speichere ich kurz mal und baller hier alles voll, aber ich glaube, hier ist kein Secret Level. Nö. Ich kann das Level jetzt nämlich schon nicht beenden, wenn ich das Secret nicht finde. Das sollte klar sein. Irgendwo muss eine Tür aufgehen. Das sieht doch so verdächtig aus hier. Was ist das denn? Aber... Hä? Was ist jetzt passiert? War da irgendwo ein Gegner? Gehen wir erstmal hier raus. So, und jetzt knallen wir wieder alles ab. Für einen Bereich hier eigentlich. Na? Keine Ahnung. Ich suche, suche, suche das Secret Level. Da ist nicht mal ein Depp hier. Ich weiß nicht, was das hier für Bereiche sein sollen. Einfach so unnötig. Da liegt immer noch. Das kann man ja so nicht lassen, wir hatten ja ordentlich Gauss verschwendet. Das ist ja jetzt nur so zum Gucken, ob es hier irgendwo ein Secret gibt.
Das muss ja irgendwo sein. Ich kann es noch nicht finden. Es sah so. Oh! Walls opened. Interessant. Wenn ich da durchgehe, öffnen sich da Walls. Aha, da geht es zu den Gefangenen. Man kann es ja ahnen. Dann muss ich jetzt hier weiter. Auch wenn ich das Secret noch nicht gefunden habe. Aber noch gebe ich ja nicht auf. Schön, dass der immer erstmal warten muss, nachdem er geschossen hat, um sich um nachzuladen. Das ist ihre Schwäche. Ihre größte Schwäche. Noch ein Schalter, noch ein Schalter. Und ein Gegner? Da ist ein Gegner. Déjà-vu. So ähnlich sah das schon mal aus. Zack. Und zack. Ich denke mal, das sind die Walls hier im Vorraum. Nur so eine Vermutung. Die waren dann wo? Die waren... Was schießt denn jetzt hier? Wo kommen die denn her? Haben die sich wieder irgendwie reingemogelt? Da hat er schon mal welche gekillt. Jetzt sind da wieder welche. Ach, die sind jetzt frei geworden durch diese Schalter. Das ist das Problem gewesen. I understand. Aber warum ist die andere Wall hier nicht frei? Ist ja echt nur so ein bisschen zum Aufladen. Eigentlich total unnötig. Irgendwas trifft mich. Irgendwas sticht mich. So. Nochmal. Moment, der muss mich ja nicht unbedingt gleich beim ersten Schuss treffen. Das muss ja nicht sein. Genau so wollte ich das. Dass der erstmal die Wand trifft. Und irgendwie trifft er mich dann trotzdem nochmal. Kann ja aber auch Raketen einsetzen. Was passiert hier? Ja, nochmal. Hm. Trifft die Wand, Junge. Die ist viel cooler als ich. Oder gar nichts treffen. Es sind halt zwei auf einmal, das ist das Problem. Ich gehe mal kurz runter. Nehme ja Smarts. Nicht meins. Das dauert jetzt überhaupt nicht lange und dann bin ich tot. Ich bin zu langsam. Smart. Mein. Smart Missile ist auf 9. Okay, ich verstehe. Weg hier. Hat das irgendwas gebracht? Ein bisschen. Wahrscheinlich, aber nicht genug. Die ist zu schwach einfach. Aber er hält nicht mehr viel aus. Man sieht es. Er kommt trotzdem zum Angreifen. Die sind schon mutig. Muss man ja sagen. Und ich bin gleich tot. Vielleicht sollte ich ein paar Mercurys einsetzen. Wie wär's denn damit? Ist das ein Vorschlag? Ein paar Mercurys, diese hier, die ich gerade nicht aufsammeln kann, weil ich zu viele noch habe. Das sind die jetzt auf 9 auch. Irgendwas schießt wieder. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Die hören nie auf zu schießen. Er hier. So. Haben wir denn hier noch irgendwas Spannendes? Gar nicht. Das war total für die Katze. Ich hätte die Schalter einfach unbetätigt lassen können. Aber okay, machen wir das noch gründlich sauber hier alles. Nehmen das Zeug mit. Ist ja noch Shield, das ist ja gut. Aber ich glaube nicht, dass hier ein Secret Exit ist. Ein Secret Level. So, können wir jetzt endlich mal hier weitergehen. Anstrengend, die Orientierung zu behalten. So. So viele Mercurys. Wo wollen wir denn hin? Irgendwie zu den Gefangenen da links. Die sollten gleich ganz automatisch, genau, auftauchen. Vielleicht mal ein bisschen Laser einsetzen. Das ist nicht so wertvoll. Noch Mercurys. Mehr Mercurys. Sekunde, es geht hier zwar mal wieder zu bekannten Gefilden.
Oder auch nicht? Nö, geht's gar nicht. Nur beinahe. Hier könnte auch irgendwo ein Secret sein. Das könnte ich mir schon vorstellen. So ganz unscheinbar. Versteckt. Schieße ich erstmal kurz hier alles ab. Aber nein, ich irre mich. Mein Bauchgefühl ist noch nicht ganz angesprungen. Oh, ein Schalter. Walls opened. Welche Walls denn diesmal? Hier gab es keine Walls. Doch, irgendwie schon. Jetzt ist da nämlich eine Tür. Aha, jetzt ist die Verbindung tatsächlich bestehend. Die Verbindung gab es wirklich. Ich hatte es schon geahnt. Aber man muss vorher einen Schalter aktivieren. Das ist übel, wenn man neu lädt und überhaupt nicht weiß, wo man ist. Moment. Der Schalter, der ist in der Dunkelheit. Zack. Jetzt ist der Weg frei. Ist ja quasi nur eine Abkürzung, die ist jetzt nicht irgendwie notwendig. Jetzt wollen wir hier durch, weil es dann noch nach unten geht. Wir haben den roten Schlüssel, dafür müssten wir aber dahin. Da ist wahrscheinlich auch das Exit, das normale. Das sieht ja sowas von nach dem Boss aus. Jetzt mal so kurz angemerkt. Na gut, mal gucken. Was haben wir denn hier? Nach unten. Ohne Full Map. Die gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Dann finden wir nämlich auch das Secret Exit von ganz allein. Also das Secret Level. Mit der Full Map wird das kein Problem sein, das irgendwie zu finden. Da muss ich nicht irgendwo nachgucken. Dann finde ich das ganz von selber. Juhu, bis zum nächsten Mal. Tschüss.